Meine im Herrn geliebten Geschwister und an alle Eltern, die sich ernsthaft Gedanken machen, ob die christliche Ehe, wie sie in der Heiligen Schrift geschildert wird, tatsächlich zu einem Auslaufmodell geworden ist. Heute haben wir eins unserer wichtigsten Themen, nämlich die Erziehungsziele. Wozu wollen und sollen wir unsere Kinder erziehen, damit Gott sich dazu bekennen kann und wir voller Zuversicht sein dürfen, was auch immer kommen mag? Der Herr hält seine Hand darüber bei solchen, die den einen Wunsch haben, ihm zu gefallen, auch im Hinblick darauf, was die nachfolgende Generation im Hinblick auf den Dienst für Gott, die Nachfolge Christi, von uns mit in die Wiege bekommt, was sie bei uns sehen, was wir ihnen vorleben, was dann auch für sie ein erstrebenswertes Ziel werden kann, dass in ihrem Leben auch sichtbar wird, dass es um die Sache des Herrn geht, unseres Herrn Jesus Christus, dass wir nicht uns selbst verwirklichen wollen, sondern darüber nachdenken, was ihm gefällt, und in dieser Weise ein Leben führen zu seiner Ehre und auch zum Wohl des Nächsten. Und da spielen die Erziehungsziele, um die es heute geht, in diesem Beitrag eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Bisher haben wir uns ja orientiert von der Heiligen Schrift her, was der Ursprung und das Ziel der Ehe ist. Der Ursprung im Garten Eden, das Ziel, die sichtbare Darstellung der Liebesbeziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht, womit Ehe beginnt und womit sie endet. Der Anfang dieser Dreischritt: Eltern verlassen, der Frau anhangen, ein Fleisch werden. Das Ende normalerweise der Tod eines Partners. Im Himmel gibt es keine Fortsetzung. Wir haben auch darüber nachgedacht, dass die Bibel zwei Ausnahmen kennt, wo Scheidung erlaubt ist. Allerdings das Ziel Gottes und der Wunsch unseres Herrn ist, dass die Ehe unauflöslich bleibt, dass man sich treu bleibt, bis der Tod uns scheidet, wie wir gemeinhin auch auf dem Standesamt gelobt haben. Dann war ein weiteres Thema Voraussetzungen für eine glückliche Ehe. Ich habe da sechs Punkte genannt: Heiraten nur im Herrn, den Willen Gottes erkennen, kein Spielen mit der Liebe, unberührt in die Ehe und die Anerkennung der von Gott verordneten Stellung von Mann und Frau und die Übernahme der daraus resultierenden Pflichten. Wir haben gemerkt, das war schon ein Punkt, wo ich mir vorstellen kann, dass nicht jeder, der mir hier zuhört, da mit mir einverstanden ist. Aber mir geht es darum, nicht dem Trend der Zeit zu folgen und alles zu übernehmen oder vieles, was in der Welt angeboten wird, sondern zu forschen, was sagt Gottes Wort. Und wir sind immer gut beraten, wenn wir uns an der Bibel orientieren und nicht leichtfertig über klare Anweisungen der Heiligen Schrift hinweg gehen. Dann war ein Thema beim letzten Mal der Vater in der Familie. Wir haben uns an den Vätern orientiert, wie sie uns vorgestellt werden im Alten und im Neuen Testament, positive Beispiele und auch negative Beispiele. Und dann haben uns fünf wichtige Aufgaben beschäftigt, die speziell der Vater von Gott übertragen bekommen hat, wenn auch die Mutter ihm dann dabei hilft. Nämlich zunächst einmal Vorbild für die Kinder. Das ist das Allerwichtigste überhaupt.
dann ist der Vater und Ehemann auch verantwortlich für eine harmonische Ehe. Und es geht darum, die Kinder zu erziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Darüber werden wir heute noch etwas hören. Die biblische Unterweisung spielt eine nicht geringe Rolle. Ich habe darauf hingewiesen, wie das auch praktisch aussehen kann. Auch darauf werde ich noch zu sprechen kommen, allerdings stärker beim letzten Beitrag, den wir noch später hören werden. Und dann auch die Bestrafung des Ungehorsams. Eine sehr delikate Sache, aber ich habe schon darauf hingewiesen, dass das nicht unbedingt Prügel sein muss und dass man hier auch etwas Vorsicht walten lassen sollte. Darauf weist auch schon die Heilige Schrift hin, dass die Bestrafung auf keinen Fall im Zorn erfolgt, unkontrolliert und wie auch immer. Und es gibt viele verschiedene Formen von Bestrafung, wenn es nun sein muss. Ich werde auf einige noch zu sprechen kommen. Und dann das Letzte, was wir gehört haben, war der weitreichende Einfluss der Mutter. Sie ist aufgefordert, den Vater zu unterstützen in seinem Erziehungsauftrag. Und dann haben wir über dieses wunderschöne Wort der Pharaonentochter nachgedacht, die der Mutter von Mose sagt: Ziehe es für mich auf. Und wir haben gesehen, dass diese Aufforderung auch Gott uns stellt. Jedes Kind ist ein Geschenk von Gott für Gott. Und den Merksatz, den ich damals prägte, will ich noch einmal wiederholen, weil er so wichtig ist. Die Erziehung der Kinder ist die schwerste, die schönste und auch die wichtigste Aufgabe in der Welt. Das bedeutet, die Erziehung der Kinder sollte eine ganz zeitliche Aufgabe sein für die Mutter. Nicht zu früh wieder ins Berufsleben einsteigen. Sie sollte ganz zu Hause sein, auf jeden Fall, solange die Kinder noch klein sind. Die Erziehung ist kein Nebenjob. Die Erziehung ist auch wichtiger als der übrige Haushalt. Der weitreichende Einfluss der Mutter wird ja auch in der Heiligen Schrift betont, in den Angaben über die Könige, wenn es dann immer wieder heißt, der Name seiner Mutter war so und so, und so wie die Mutter, so wurde in der Regel auch der Sohn. Im Hinblick auf Gottesfurcht oder eben mangelnde Gottesfurcht. Aber auch hier, da gibt es dann sehr schöne Stellen in Titus 2 zum Beispiel, in 1. Timotheus 5 und auch in Sprüche 31, das erwähnte ich letztes Mal noch nicht, das Vorbild der Mutter. Wobei in Sprüche 31 auch deutlich wird, dass wenn die Söhne eben älter sind, die sind dann schon im Tor, der Berater, so wird das da beschrieben, dass die Mutter auch wieder berufstätig ist, als Maklerin sozusagen tätig und manches andere mehr. Die Heilige Schrift weiß also durchaus, dass eine Mutter nicht zeitlebens zu Hause sein muss. Es ist ja natürlich nicht verboten, wenn sie es tut, aber sie kann auch, wenn die Kinder älter sind, durchaus auch auswärts tätig sein, so wie Gott ihr die Gelegenheit dazu gibt. So, und jetzt kommt unser Thema, die Erziehungsziele. Und da lese ich zunächst einmal eine Stelle aus dem 1. Samuelbuch, Kapitel 15, was uns die Bedeutung des Gehorsams aufzeigt. Denn nach meiner Überzeugung ist die Erziehung zum Gehorsam das wichtigste Erziehungsziel und, wenn ich so sagen darf, auch das schwierigste. Und ich will versuchen, deutlich zu machen, wie dieses Ziel mit Gottes Hilfe erreicht werden kann. Aber zunächst wollen wir uns mit der Wichtigkeit dieses Zieles, Erziehung zum Gehorsam, beschäftigen. Und zwar in 1. Samuel 15 ist die Situation folgende. Der König Saul hat einen Auftrag von Gott bekommen, von Samuel wird ihm das dann übermittelt. Er soll die Amalekiter ausrotten.
Mit Stumpf und Stiel, keiner soll am Leben bleiben, selbst das Vieh soll vertilgt werden. Und Saul führt diesen Auftrag nur halbherzig aus. Heute würde man sagen, wenn man nicht darum weiß, wie wichtig Gott sein Wort nimmt, und wenn man Gott nicht ernst nimmt, dann würde man heute sagen, ja, der Mann ist doch großmütig, er lässt den König am Leben. Das ist doch ein Vorbild, ja, liebet eure Feinde und so weiter, können wir da zitieren. Ja, er hat da aber einen anderen Auftrag. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen auslegen, das kann jeder mal selber unter dem Stichwort Amalekiter oder Amalek mal sich die Bibelstellen suchen, wovon Amalek die Rede ist. Und dann wird jeder begreifen, warum Gott hier so streng handelt und das ganze Volk ausgerottet werden soll. Ohne Wenn und Aber. Das war der Befehl. Saul hat ihn nicht ausgeführt. Jetzt wird Samuel zu ihm hingeschickt, um ihm das Gericht, die Antwort Gottes auf seinen Ungehorsam mitzuteilen. Und da sagt er Folgendes: Samuel sprach: Hat der Herr gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Ein hartes Wort, würden wir sagen. Aber so sieht Gott die Dinge. Und wir sollten lernen, die Dinge zu beurteilen, so wie Gott sie beurteilt und nicht, wie der Humanismus darüber denkt. Oder die Zeit, der Zeitgeist, der uns heute prägt. Gott sieht den Ungehorsam sehr negativ. Und zwar den Ungehorsam ihm gegenüber. Daraus leitet sich allerdings auch ein gewisser Gehorsam Autoritäten gegenüber ab, die Gott eingesetzt hat. Zum Beispiel die Obrigkeit. Auch darauf werde ich bei Gelegenheit noch zu sprechen kommen. Auch da können wir nicht tun und lassen, was wir wollen. Wir sollten auch anerkennen, wo Gott Autoritäten in diese Welt hineingesetzt hat, denen wir uns unterzuordnen haben, und zwar um des Herrn willen. Ein anderes Thema, was aber eng mit der Erziehung zum Gehorsam zusammenhängt. Denn wenn diese Erziehung zum Gehorsam wirklich erfolgreich ist, schaffen wir auch Untertanen und Bürger, die ihrer Verantwortung entsprechen, aber nicht ständig als Rebellen auftreten und alles in Frage stellen, was irgendwie von oben kommt. An anderer Stelle mehr darüber. Also die Erziehung zum Gehorsam. Und der Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Das heißt, der Wille, der sich selber und seine Vorstellungen über den Willen Gottes stellt, den Willen Gottes missachtet oder sogar mit Füßen tritt, wie es im Neuen Testament dann ausgedrückt wird, und sich selber an die Spitze stellt, der sich selber dient, sich selber verherrlichen will und nicht mehr daran denkt, dass wir hier sind zum Preise Gottes, zur Verherrlichung seines Namens. Wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, und ich gehe mal davon aus, dass viele, die mich hören, das von sich auch halten, dass sie wiedergeboren sind, dass sie Leben aus Gott haben, dann haben wir doch den Wunsch, den Willen Gottes zu tun. Das ist doch eins der Erkennungsmerkmale im Hinblick auf Heilsgewissheit. 1. Johannes 2 sagt das. Wer wirklich gerettet ist, der will den Willen Gottes tun und nicht im Eigenwillen seinen eigenen Weg gehen. Wie kommen wir dazu?
Wie werden wir willig, Gottes Willen zu tun? Das Erste, was uns die Schrift deutlich macht, ist das Vorbild unseres Herrn. Ein wunderbares Vorbild. Und wir werden geradezu aufgefordert, ihn uns als Vorbild zu nehmen. Und ich will diese Stelle jetzt lesen, Philipper 2, ab Vers 5. Und ich lese den ganzen Abschnitt bis Vers 11, damit wir den Zusammenhang haben. Vorher ist davon die Rede, dass in der Gemeinde in Philippi Spannungen waren. Da waren auch einige Leute, die sich selber durchsetzen wollten, die ihre eigenen Ziele hatten und die auch neidisch waren auf andere und so weiter, die nicht den Wunsch hatten, dass der andere höher gestellt wurde als sie selber, sondern sie wollten an der Spitze sein. Und dann sagt Paulus in Vers 5, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der da in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Das hat ihm der Gehorsam gekostet. Und zwar keinen Heldentod, sondern den schmachvollsten und schmerzhaftesten Tod, den es damals gab, die Kreuzigung. Gehorsam bis zum Tod. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Seht mal auf den Gehorsam, auf die Erniedrigung kommt die Erhöhung, die Belohnung. Und das gilt auch für uns. Und ich sage noch einmal, in dieser Stelle sagt Paulus ganz eindeutig, diese Gesinnung eben der Selbsterniedrigung, des Gehorsams, der bereit ist, selbst bis zum Tod, wie immer das auch aussehen mag, das kann auch der Märtyrertod sein, Gott zu gehorchen, Gott an erster Stelle. Es geht um ihn und seine Sache, um seine Verherrlichung, um die Ehre seines Namens. Das ist das Entscheidende, ihr Lieben. Ach, dass das doch unser aller Wunsch sei. Da gibt es noch eine wunderschöne Stelle. Es sind nicht die einzigen, aber ich habe diese zwei herausgesucht, weil sie in ganz besonderer Weise den Wert des Gehorsams unterstreichen. Des Gehorsams unseres Herrn und des Gehorsams derer, die ihm gehorchen. Das wird in Hebräer 5 sehr schön mitgeteilt. Vers 8. Vorher wird das mitgeteilt, wie schwer ihm das wurde, in Vers 7. Er hat in den Tagen seines Fleisches, das heißt also, als er hier als Mensch auf der Erde war, sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tod zu retten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht. Wir denken an Gethsemane. Seine Tränen wie große Blutstropfen. Eins seiner Geschöpfe, ein Engel, muss kommen, um ihn zu stärken. Wobei der Herr sicher nicht Angst vor dem Tode hatte, aber Angst, verlassen zu werden von dem, dem er in aller Treue gedient, mit dem er eins war von Ewigkeit her, von Gott verlassen zu werden. Das stand vor seiner Seele, etwas völlig Unbekanntes für ihn. Eine neue Erfahrung, um deinet und meinetwillen, um unserer Schuld willen, war er verlassen.
Mit starkem Geschrei und Tränen ist er vor Gott getreten. Vater, wenn es möglich ist, so geh dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist Gehorsam bis zum Letzten. Und dann heißt es, um seiner Frömmigkeit willen ist er erhört worden, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Wieso musste er den Gehorsam lernen? War er jemals ungehorsam? Nein. Die Bibel macht deutlich, dass er nie eine Sünde tat, dass er immer gehorsam war. Meine Speise ist es, sagt er den Jüngern in Johannes 4, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Gehorsam bis zum Ende. Er war nie ungehorsam. Inwiefern muss er den Gehorsam lernen? Ja, in der Ewigkeit gab es nicht dieses Abhängigkeitsverhältnis in dem Sinne der Vater, dann der Sohn, der ihm gehorchte, und dann der Heilige Geist, der dann dem Sohn gehorchte, sondern alle drei Personen bilden den einen Gott, sind auf dem gleichen Level. Das ist natürlich sehr schwierig zu beschreiben, das weiß ich schon. Das Geheimnis der Trinität, der Dreieinigkeit, der Dreifaltigkeit, der Dreieinheit, all das beschreibt dieses geheimnisvolle Wesen Gottes. Ein Gott in drei Personen. Aber dieses Abhängigkeitsverhältnis, Gehorsamsverhältnis war in der Ewigkeit nicht. Sie waren immer eines Sinnes. Aber dann sagt der Sohn eines Tages, ich komme, o Gott, um deinen Willen zu tun. Das steht übrigens auch im Hebräerbrief, Kapitel 10. Und da lernt er etwas Neues, nämlich dieses Abhängigkeitsverhältnis. Ich tue nichts aus mir selbst, sagt er an einer Stelle im Johannesevangelium, sondern das, was der Vater mir sagt, und an einer Stelle sagt er, was der Vater mir zeigt. Das tue ich. Gehorsam lernen. Ja, was ist denn die Folge? Vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen. Hören wir? Die ihm gehorchen. Der Urheber ewigen Heils geworden. Seht mal, jeder Glaubensakt ist ein Gehorsamsakt. Das macht übrigens Johannes deutlich in Johannes 3. Da spricht ja der Täufer vom Herrn und er gibt ein wunderbares Zeugnis. Ja. Er muss wachsen, ich muss abnehmen, sagt er bei der Stelle. Er ist der Bräutigam, ich gehöre zu den Freunden. Johannes der Täufer wusste, dass er nicht zur Brautgemeinde gehörte, wie wir, aber zu den Freunden des Bräutigams. Und da sagt er am Schluss in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Aber wer dem Sohn nicht glaubt, und da heißt eigentlich, wird da der Ausdruck gebraucht, sich dem Sohn nicht unterwirft, beziehungsweise ihm nicht gehorcht. Das steckt in diesem Glaubensakt drin. Deswegen betone ich auch immer wieder so deutlich, dass, wenn es um die Wiedergeburt geht, es nicht nur um das Vertrauen geht. Natürlich ist das das Allererste, dass ich der Verheißung Gottes vertraue, dass es sagt, wer meinem Sohn vertraut, dem Werk, das er getan hat, wer das wirklich für sich in Anspruch nimmt, Jesus starb für mich, er hat meine Schuld getragen. Ich darf frei ausgehen, weil Gott nur einmal straft für dieselbe Schuld. Wenn Jesus sie getragen hat, kann er mich nicht mehr bestrafen, weil ich frei bin von der Schuld. Sie lag auf meinem Herrn. Das ist unser Vertrauen. Aber der Glaube wird erst vollendet dadurch, dass ich bei dieser Entscheidung, Jesus aufzunehmen in mein Leben, mich ihm anzuvertrauen, auch deutlich mache, er soll auch der Herr in meinem Leben sein. Ich unterwerfe mich ihm. Ich will ihm gehorsam sein.
Und ihr Lieben, deswegen glaube ich, dass die Erziehung zum Gehorsam das Allerwichtigste ist, weil diese Erziehung zum Gehorsam, zunächst mal Gehorsam gegenüber den Eltern, den Kindern den Weg ebnet, vorbereitet zu diesem Gehorsamsakt im Glaubensschritt, dass sie sich auch dem Willen Gottes unterwerfen, dem Herrn anvertrauen. Wenn Kinder im Ungehorsam, in der antiautoritären Erziehung groß werden, dann wird ihnen dieser Glaubensschritt erschwert. Und deswegen ist das so wichtig, wenn wir das Beste für unsere Kinder wollen, dann wird uns das am Herzen liegen, dass wir sie zum Gehorsam erziehen. Ihr Lieben, in welchem Alter etwa sagt ein Kind ein Wort, das Eltern sehr häufig dann hören? Und die Eltern unter meinen Zuhörern, die werden auch wissen, wie dieses Wort heißt. Das hat 4 Buchstaben. Und dieses Wort heißt Nein, das will ich aber nicht. Das ist die sogenannte Trotzperiode. In der Entwicklungspsychologie nimmt die eine ganz besondere Rolle ein. Das ist zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr in der Regel. Dass Kinder anfangen, selbstständig zu denken und keineswegs von Natur aus gewillt sind, den Willen der Eltern zu tun, den Eltern gehorsam zu sein. Und ihr Lieben, hier gilt es den Eigenwillen, denn das ist der Eigenwille hier. Der Eigenwille, der auf Kosten von anderen sich selber durchsetzen will. Dieser Eigenwille muss gebrochen werden. Hier müssen wir konsequent sein. Wir müssen rechtzeitig beginnen und dem Kind nicht ständig nachgeben, wenn es irgendetwas durchsetzen will. Wenn ich vom Eigenwillen spreche, spreche ich nicht vom eigenen Willen. Das ist nicht dasselbe. Natürlich wollen wir die Kinder dazu erziehen, dass sie einen eigenen Willen entdecken. Und zwar, dass dieser eigene Wille so geformt wird, dass das Kind das Wohl des Nächsten will. Dass das Kind eine soziale Einstellung hat. Das will doch auch die moderne Pädagogik. Aber in der modernen Pädagogik wird die antiautoritäre Erziehung sehr stark bevorzugt. Aber beides schließt sich aus. Wenn ich das Kind antiautoritär erziehe, dann fördere ich seinen Eigenwillen, aber nicht seinen eigenen Willen. Ihr Lieben, wenn ich das Kind zum Gehorsam erziehe, dann gehört dazu auch, dass das Kind erkennt, es ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Es gibt auch andere Menschen, die man zu respektieren hat. Es gibt auch Menschen, die meine Hilfe brauchen und wo ich Entscheidungen treffen muss, die zum Wohl des anderen sind. Dass also der eigene Wille, ja, Willensentscheidungen zum Wohl des anderen, dass sie rechtzeitig gefördert werden. Wie das geschieht, kommt in den nächsten Minuten noch bei einigen anderen Erziehungszielen. Aber zunächst einmal dieses hier, und ich weiß, das hört sich wirklich sehr brachial an, dieses Brechen des Eigenwillens. Es geht einfach darum, mit anderen Worten, dem Kind deutlich zu machen, dass es auch Wünsche anderer respektiert, dass es nicht auf den Gefühlen von anderen herumtrampelt, dass es sich einfügt ins soziale Gefüge, dass eben auch andere da sind, ob das jetzt die Mitgeschwister sind, ob es die Eltern sind, ob es die Großeltern sind, ob es Nachbarn sind, wenn es älter wird und so weiter, oder dann die Schule. Von den Miterziehern werden wir noch sehr ausführlich hören beim nächsten Beitrag, den ich versuche in einigen Tagen dann auch hochzuladen. Also rechtzeitig beginnen, nicht zu lange warten.
Das ist nicht einfach. Und da müssen auch Vater und Mutter sich ganz einig sein, weil Kinder oft sehr geschickt sind, die Eltern gegenseitig auszuspielen. Nun, wir gehen weiter zum zweiten Erziehungsziel. Das ist die Erziehung zur Wahrhaftigkeit und zur Aufrichtigkeit. Ich glaube, da werden mir die meisten Zuhörer und auch die moderne Pädagogik nicht widersprechen. Darüber freut man sich, wenn man erkennt, dass ein Mensch wirklich wahrhaftig ist. Dass man weiß, das, was er sagt, das meint er auch so. Man muss nicht immer zwischen den Zeilen lesen. In Sprüche 6, Vers 16. Sechs sind es, die der Herr hasst, und sieben sind seiner Seele ein Greuel. Hohe Augen, eine Lügenzunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen hinlaufen. Wer Lügen ausspricht als falscher Zeuge und wer Zwietracht ausstreut zwischen Brüdern. Ein äußerst wichtige Aussprache, was wir hier finden in Sprüche 6, Vers 16. Und da merken wir, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Und wo das nicht vorhanden sind, diese sieben Dinge, die hier genannt werden, sind Greuelsünden in den Augen des Herrn. 12, Vers 22, Sprüche, hat auch noch einen Hinweis in diese Richtung. Die Lippen der Lüge sind dem Herrn ein Greuel, die aber die Wahrheit üben, sein Wohlgefallen. Ja, der Gemeinde in Philadelphia stellt der Herr sich so vor, dass er der Wahrhaftige ist. An anderen Stellen wissen wir, dass er die Wahrheit ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In der Wahrheit geht es um das Objektive, in der Wahrhaftigkeit um das Subjektive. Kann man sich auf uns verlassen? Seht mal, es sollte nicht so sein, wie ich das einmal gehört habe, dass sich Folgendes abgespielt hat. Eine Mutter steht mit ihrer kleinen Tochter in einem Hochhaus oben an der Tür. Es hat gerade geklingelt und man drückt auf den Knopf. Unten öffnet sich die Tür. Man kann von oben auch nach unten schauen. Und da kommt die alte Tante Martha zu Besuch. Und die Mutter ruft aus, während die Tante noch da unten ist. Die hört das natürlich nicht. Ach, schon wieder die alte Schachtel. Nun kommt die Tante Martha, da schnaufen die Treppen hoch. Und als sie oben angekommen ist, schaut das kleine Mädchen ganz erstaunt ihre Tante an und sagt: Bist du die alte Schachtel? Ja, ihr Lieben. Wahrheit aus Kindermund. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache für uns Eltern. Wie wollen wir unsere Kinder zur Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit erziehen, wenn wir selber nicht so sind? Wie reden wir über andere? Zum Beispiel über die Geschwister, mit denen wir sonntags vielleicht ganz freundlich kommunizieren und die Liebe selber sind in Person und hinter ihrem Rücken wird alles Mögliche erzählt und vielleicht auch noch vor unseren Kindern. Dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Kinder genauso werden. Das hat ja einer mal so gesagt. Meine Kinder, die tun einfach nicht, was ich ihnen sage. Sie tun nur das, was sie an mir sehen. Ja, ihr Lieben, was nützt die schönste Unterweisung, wenn ich sie selber nicht befolge? Und deswegen fängt die Erziehung unserer Kinder bei uns selber an. Ich frage schon mal in meinen Erziehungsseminaren die Teilnehmer,
Was meint ihr denn, wie früh müssen wir anfangen, unsere Kinder zu erziehen? Und dann kommt meistens die Antwort, ja, wenn sie zwischen gut und böse unterscheiden können. Und manche sagen auch von der Geburt an. Und ich sage ihnen, ist zu spät. Wir müssen bereits vor der Geburt unsere Kinder erziehen. Ja, das ist natürlich die erstaunte Frage, wie soll das denn geschehen, wenn noch keine Kinder da sind? Ja, wir erziehen die Kinder, indem wir uns selber erziehen. Indem wir selber in das Bild Christi hineinwachsen. Und darüber gibt es eine Reihe auch von mir unter der Überschrift Schritte in ein neues Leben oder in ein sieghaftes Leben, wo ich das beschrieben habe, wie wir Christus ähnlicher werden. Ihr Lieben, indem wir uns selber erziehen, beziehungsweise erziehen lassen durch den Heiligen Geist, der uns Christus groß macht und uns hilft, auch unser Ich klein zu machen, im Tode zu halten, die Sünde zu besiegen und was auch alles dazu gehört. Und dazu gehört eben auch die Erziehung zur Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Das Problem also der Doppelzüngigkeit. Ich habe in einem anderen Zusammenhang schon mal dieses Bonmot gesagt, nicht bei einer dampfenden Tasse Kaffee die Geschwister durch den Kakao ziehen. So werden wir nicht voll Geistes. Wir werden voll Geistes, indem wir zueinander reden über die großen Taten Gottes. In unserem Herzen ein Lied haben, ständig uns über den Herrn freuen. Dankbar sind für alles und einander untertan in der Furcht Christi. Da kommen wir wieder zu diesem Thema Gehorsam. Dem anderen dienen, für den anderen da sein. Ach, ihr Lieben, das Vorbild ist das alles Entscheidende. Dann geht es weiter. Die Erziehung zur Aufrichtigkeit und zur Wahrhaftigkeit. Ein großes Ziel. Zum Beispiel, ich kann mich noch früher daran erinnern, als ich noch ein kleiner Junge war, da wurde ich öfters auf den Osterhasen hingewiesen. Da sollten wir auch mal gut überlegen, ob wir diese Geschichten an unsere Kinder weitergeben. Ich habe auch mal etwas erlebt. Ich gebe das mal weiter, in der Hoffnung, dass man das recht versteht. Das war am 1. April 1950. Da können die Zuhörer sich dann auch schon ausrechnen, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Da sagte meine Mutter zu mir, geh doch mal zum Apotheker. Uns ist da ein Medikament ausgegangen, das heißt Hau mich blau. Hier hast du einen Groschen und dann verlangst du das Medikament Hau mich blau. Also das kam mir schon ein bisschen komisch vor. Ich war damals 7 Jahre alt, aber ich dachte, naja, weil die Mutter mir das sagt, das wird ja schon stimmen. Ich bin also zum Apotheker da getippelt. Wir wohnten damals in Köln und habe dem gleich das gesagt. Da guckte der mich so komisch an, aber dann ging er da an seine Schubladen und suchte überall und sagte, ja, ist uns leider ausgegangen. Aber der Drogist daneben an, der war da also um die Ecke, ich weiß das heute noch, wo die waren, in Köln-Bickendorf, der hat das vielleicht, ne, habe ich meinen Groschen wieder genommen, bin dann zum Drogisten hin und habe ihm das Gleiche gesagt. Der guckte mich dann ganz böse an, ging dann in den Nebenraum und kam damit zum Knüppel her. Und dann dämmerte mir plötzlich etwas, dass das wohl nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen war. Ich habe dann schnell Reis ausgenommen und als ich dann nach Hause kam, naja, da wurde ich natürlich kräftig ausgelacht, vor allen Dingen von meinen größeren Schwestern, wie man überhaupt sowas glauben konnte. Das war ein April-Scherz. Ich hatte das bis dahin noch nie gewusst, dass man sich da sowas erlauben konnte. Zumindest glaubten wir das. Das haben wir also doch vermieden da mit unseren Kindern. Mir hat es glücklicherweise nicht geschadet, denn sonst würde ich ja heute nicht hier sitzen. Aber da sollte man schon vorsichtig sein. Also wir müssen auch selber auch diese Aufrichtigkeit zeigen, Wahrhaftigkeit. Da fällt mir noch ein Beispiel an. Ein Junge spielte gern mit seinem Vater Tischtennis. Der Vater ist sehr
eifrig im Beruf, ist nicht so oft zu Hause, aber wenn er irgendwie kann, nimmt er sich doch die Zeit, mal ab und zu auch mit dem Kind zu spielen. Und der Junge fragt ihn eines Tages mal wieder: Papa, wann spielst du denn mit mir mal wieder Tischtennis? Ach, sagt der Papa, heute habe ich nicht so Zeit, machen wir morgen. Na, der Junge am nächsten Tag wartet auf den Papa, dass sie jetzt Tischtennis spielen. Der Papa kommt nicht, kommt auch nicht nach Hause. Dann fragt er die Mama: Wo ist denn der Papa? Der wollte doch mit mir Tischtennis spielen. Ach, sagt die Mama, der Papa, der ist in Amerika. Der ist gestern Abend nach Amerika geflogen, hat er zu tun. Und der Junge denkt sich: Na ja, das merke ich mir. Der hat mich reingelegt. Der hat gestern gesagt, heute will er mit mir Tischtennis spielen, hat genau gewusst, dass er gar nicht da ist. Ja, ihr Lieben, der Papa, der kann doch viel reden zu dem Jungen. Das wird jetzt sehr, sehr schwer werden für ihn, dass der Junge wieder Zutrauen fasst. Das Wenigste, was er machen muss, dass, wenn er zurückkommt, dass er sich wirklich entschuldigt, dass es ihm leid tut und dass er sich das nicht wiederholen darf. Und das ist auch wichtig. Da will ich mal etwas auch von mir erzählen, wo ich auch nicht so eine gute Figur machte, aber wo der Herr uns da auch geholfen hat. Ich habe mit meinen Kindern oft öfters Fußball gespielt. Man sieht mir das zwar nicht an, dass ich gerne gespielt habe, aber Fußball war so das, was ich recht gerne tat und auch ziemlich eifrig bei der Sache war, wenn ich dann spielte. Wir hatten ja oder haben drei Söhne und zwei Töchter. Und als die Kinder eben noch etwas kleiner waren, wir hatten da so einen Bolzplatz. Ich habe auch schon mal mit denen so auf einer Wiese gespielt. Und die Spiel war eben so auf einer Wiese, wo wir so kleine Türchen machten, mit ein paar Schuhen und so. Und dann haben wir dann gespielt. Und dann unsere älteste Tochter, die Dorothee, die also heute ja im Hause Krebs in Oberstdorf tätig ist. Wer die mal kennenlernen möchte, der kann mal so Freizeiten damit machen. Ich selber habe im September auch zwei Bibelfreizeiten dort, können wir die Doro kennenlernen. Die ist ja mittlerweile über 50 Jahre alt. Damals war sie 12. Und dann schoss sie ein Selbsttor. Ein Eigentor. Naja, jeder Fußballfreund weiß, was das bedeutet. Ich habe ihn dann tüchtig ausgeschimpft. Also die Töchter spielen dann immer mit mir, ne, mit dem Papa, und die drei Söhne spielen dann gegen uns. Naja, wir haben dann weitergespielt und als das Spiel dann zu Ende war, sind wir dann so nach Hause getippelt und die Doro lief dann neben mir und guckte etwas bedrückt aus. Na, ich habe überlegt, war da irgendetwas eben? Und da fiel mir das ein. Ach, du hast die da so ausgeschimpft wegen dem Eigentor. Und ich kann euch sagen, da hat das in mir gearbeitet. Ich bin so aufgezogen worden, der Papa hat immer recht. Der Papa entschuldigt sich nicht. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mich da einmal entschuldigt habe für irgendetwas. Das wurde dann aber anders. Dann wurde mir klar, das musst du in Ordnung bringen. Du hast dich nicht richtig verhalten. Wir hatten noch 200 Meter. Ich habe die 200 Meter da mit mir gerungen und als wir dann zu Hause waren, da habe ich das meiner Tochter gebeichtet, habe mich entschuldigt, habe gesagt: Oh, das tut mir wirklich leid, dass ich dich da eben so ausgeschimpft habe. Das hätte ich besser nicht tun sollen, das gehört sich nicht, bitte vergib mir. Und das erstaunte Gesicht meiner Tochter, der Papa entschuldigt sich. Und das hat mir meine Erziehungsaufgabe sehr erleichtert für die Zukunft, dass die Kinder merkten, auch Erwachsene können Probleme haben. Und auch Erwachsene, auch der Papa, muss sich auch mal entschuldigen. Bei Gott sowieso, das wussten sie schon, aber eben auch bei Mitmenschen, unter Umständen auch bei den Kindern. Ihr Lieben, das gehört auch zu der Erziehung. Es ist natürlich gut, wenn man sich so erzieht, sich so benimmt, dass man sich nie entschuldigen muss. Aber wir sollten uns da auch ein feines Gewissen erhalten oder beschaffen. Und wirklich da offen sein und deutlich machen, dass wir als Eltern auf jeden Fall jeden Tag von der Gnade und Vergebung unseres Herrn leben. Und ich persönlich bin überzeugt, dass ich selber noch keinen einzigen Tag erlebt habe, wo ich nicht irgendwo schuldig geworden bin. Dabei meine ich keine Tatsünden. Tatsünden sind bei uns Christen relativ selten. Aber wie ist das mit Wortsünden? Das geschieht schon häufiger,
dass wir nicht auf unsere Rede achten oder Gedankensünden. Es können auch Unterlassungssünden sein. Na, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde, sagt Jakobus. Unterlassungssünden. Wir brauchen jeden Tag die Vergebung unseres Herrn. Wir leben jeden Tag von seiner Gnade. Und ihr Lieben, wir sollten also mit diesen Dingen, mit Klapperstorch, Osterhasen, Aprilscherz und so weiter, Geschichten vom Nikolaus, wie uns das früher erzählt wurde, ich weiß jetzt nicht genau, ob das heute bei den jungen Eltern noch so gang und gäbe ist. Ihr habt vielleicht andere Geschichten, aber wir sollten schon vorsichtig sein, was wir den Kindern weitergeben. Und da gibt es dann eben auch ein Problem. Und ich sage jetzt mal nicht die Lösung. Ich weiß selber nicht genau, was man da so empfehlen kann. Aber ich hatte auch schon mal Bauchschmerzen an christlichen Romanen, auch für Kinder, wo also etwas erdacht worden ist, aber man den Eindruck hat, so wie das da steht, hat sich das wirklich abgespielt. Ich halte das für problematisch. Ich ziehe es auf jeden Fall vor und in der Hinsicht haben unsere jungen Eltern mehr als wie wir hatten als junge Eltern an guter Literatur, eben zum Beispiel Biografien. Geschichten von Menschen, die gelebt haben und die mit dem Herrn etwas erlebt haben. Kindgemäß weitergegeben, es gibt so vieles, was wir den Kindern vorlesen können, was, wenn sie älter geworden sind, sie selber lesen können, entsprechende CDs oder DVDs, die wir empfehlen können. Im CLV-Verlag kann man sich da beraten lassen, wo wirklich gute Dinge angeboten werden. Also, Vorsicht mit Märchen und Sagen, Vorsicht mit solchen Geschichten, die zwar christlich verbrämt sind, aber letzten Endes nicht wahre Geschichten sind. Bitte Vorsicht auf diesem Gebiet. Dann gibt es noch ein drittes, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist die Erziehung zur Bescheidenheit. Das Kind darf nicht ständig im Mittelpunkt stehen. Seht, wenn ein Baby angekommen ist, natürlich ist das dann der Mittelpunkt der ganzen Familie. Alle freuen sich darüber. Und das kann auch so sein, das schadet dem Baby nichts. Wenn das Baby aber mittlerweile 3 oder 4 Jahre alt geworden ist und immer noch bewundert wird, wenn es über Tisch und Bänke springt zum Beispiel, wie quirlig das ist und wie unterhaltsam und so weiter und ständig so den Kasper spielen will, ihr Lieben, da sollten wir vorsichtig sein. Das Kind muss einfach lernen, eben auch, dass auch andere interessant sind und dass es auch mal den Mund halten kann, dass es sich zurücknehmen kann. Da ist wichtig die Ausgewogenheit und ich nenne jetzt mal eine Zeitschrift, die es früher gab. Ich glaube, sie hat den Namen mittlerweile gewechselt, aber zu meiner Zeit, vor 50 Jahren, hieß diese Zeitschrift Ermunterung und Ermahnung. Und das ist ein wunderschöner Titel. Die Ermunterung steht zuerst, nicht die Ermahnung, ja. Und so in dieser Hinsicht ein Kind fördern, aber wo es zu stark sich profilieren will, auch ermahnen, es zurücknehmen. Es ist nicht einfach. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass die Erziehung die schwierigste Aufgabe ist. Da brauchen wir die Weisheit von oben. Und da sollten wir auch wieder lernen, wie wir selber erzogen werden. Genau das ist ja die Vorgehensweise auch des Apostels in seinen Briefen, wie auch sonst in der Bibel. Wir werden zu gewissen Verhaltensweisen ermuntert und da, wo wir in Gefahr sind, in falsche Richtung zu laufen, werden wir ermahnt, zurückbeordert, werden uns Hindernisse in den Weg gestellt und so weiter und so fort. Also, ein Problem bei der Erziehung zur Bescheidenheit sind die Geschenke, der Geburtstag. Was schenken wir unserem Kind? Ist das nicht manchmal stark übertrieben? Wir müssen doch davon ausgehen, wenn ein Kind mit 4 oder 5 Jahren schon ein ziemlich großes Geschenk bekommt, das wird natürlich beim nächsten Mal noch sehr viel mehr erwarten. Die Erwartungshaltung wird ständig größer.
Und da kommt das Problem mit den Großeltern. Seht mal, wir als Eltern können vielleicht ganz vernünftig sein und gut überlegen, was dient jetzt dem Kind, was hilft ihm weiter, was kann ihm Freude machen, ohne dass die Erwartungshaltung ständig sich immer stärker ausbildet. Ja, das kann durchaus im Rahmen des Zumutbaren und Empfehlenswerten sich abspielen. Aber wenn jetzt die Großeltern mit einem riesen Geschenk kommen, das am Wert weit das übertrifft, was wir jetzt dem Kinde geschenkt haben, dann wird unser Geschenk in den Augen des Kindes wertlos werden, an Wert verlieren. Denn was ist es im Vergleich zu dem, was Oma und Opa ihm jetzt geschenkt haben? Und da rate ich dazu, dass wir uns mit unseren Eltern absprechen, im Hinblick auf die Geschenke, dass das irgendwie zusammenpasst. Meine Mutter also, die Großmutter unserer Kinder, die hat das folgendermaßen gemacht. Sie hat zu den Geburtstagen unserer Kinder immer ein Geschenk, was im Rahmen sich hielt, an sie weitergegeben. Und gleichzeitig hat sie ein Sparbuch für jedes Kind angelegt mit einem größeren Betrag, das sie dann mit 14 Jahren einlösen konnten im Hinblick auf ihre Weiterbildung und so weiter und so fort. Und die Kinder wussten das auch. Die Erwartungshaltung war jetzt nicht zu groß für das sichtbare Geschenk, weil sie wussten, die Großmutter, die Oma, die zahlt da auch noch etwas ein auf ein Buch. Das nur so als Tipp. Es gibt da sicher manche andere Möglichkeiten. Aber im Hinblick auf die Geschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten, für den Fall, dass wir Weihnachten feiern, also nach Absprache, vorsichtig sein. Das Kind soll Bescheidenheit lernen. Das ist auch wichtig, dass es später nicht zu große Ansprüche hat. Und Bescheidenheit, ein Mensch, der bescheiden ist, ist auch ein Mensch, der in der Regel sehr gern gesehen wird bei anderen, der sehr viel leichter auch Anschluss findet in der Gemeinschaft anderer, auch in der Gemeinde. Auf dessen Wort und Ratschlag man sehr viel schneller eingeht und sehr viel genauer hinhört, als bei einem Menschen, der ständig protzt und als Großmaul bekannt ist. Erziehung zu Bescheidenheit. Aber ihr Lieben, das hängt natürlich wieder von unserem Vorbild ab. Sind wir denn selber bescheiden in dem, was wir uns leisten, was die Wohnung angeht, unseren Lebensstil, den Urlaub, das Auto, das Essen und manches andere mehr? Wir merken, Erziehung, wir sind immer wieder selber gefragt, auch bei diesem Punkt. Und dann kommt das letzte Erziehungsziel, nämlich die Erziehung zum Sozialverhalten. Ja, Lieben, das ist uns auch wichtig. In der modernen Pädagogik steht das an Nummer 1. Bei mir an Nummer 4. Nicht, weil ich das für unwichtig halte, sondern weil ich glaube, wenn die ersten drei Erziehungsziele, nämlich die Erziehung zum Gehorsam, die Erziehung zur Wahrhaftigkeit, und die Erziehung zu Bescheidenheit. Wenn diese drei Erziehungsziele erfüllt sind, beziehungsweise man sich der Erfüllung mehr und mehr annähert, in der Weise wird auch die Erziehung zum Sozialverhalten gefördert. Das schließt das im Grunde mit ein. Ein Mensch, der wahrhaftig ist, ich sage noch einmal, der ist sehr schnell integriert. Genauso, wenn er bescheiden ist. Und wenn er Autoritäten über ihm anerkennen kann und nicht sofort Autoritäten in Frage stellt. Was hat der mir schon zu sagen? Nein. Diese Dinge sind Voraussetzungen und werden gefördert, damit Sozialverhalten dann bei mir auch vorhanden ist.
Was kann ich tun, dass ich mich sozial verhalte? Sozialverhalten ist ja das Verhalten, wodurch andere durch mich gefördert werden. Das Sozialverhalten. Ich bin für andere da. Ich lebe nicht nur für mich, sondern zum Wohl des anderen. Das ist zum Beispiel, wird das auch gefördert durch Gemeinschaftsspiele. Wir haben früher bei uns Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Ich habe festgestellt, dass es das immer noch gibt. Heute sind das allerdings meistens Senioren, die das spielen und sich dann immer noch so aufregen, wie das früher war, wo sie Kinder waren. Meine Mutter hat das viel mit uns gespielt. Meine Mutter hat sich viel um uns gekümmert, auch in dieser Hinsicht. Und ich weiß, dass ich persönlich dieses Spiel überhaupt nicht mag, mochte, ja. Und heute weiß ich, warum ich das immer spielen musste, um zu lernen, auch zu verlieren, ohne dass man jetzt grantig wurde oder sich dann zurückzog in eine Ecke oder ähnliches, ja. Mensch, ärgere dich nicht. Dass man auch da nicht die Fassung verliert, wenn eben andere gewinnen oder mich gerade kurz bevor ich da ins Haus hinein kann, wieder rausschmeißen. Ja, das sind so Spiele, Gemeinschaftsspiele. Oder beim Sport, beim Fußball zum Beispiel, da kann man sehr schnell lernen und bei jemandem merken, ob es ein Mensch ist, der auch andere fördert oder will der immer selber das Tor schießen. Na, wenn ich als Stürmer ein Ball bekomme, ich eile auf das gegnerische Tor zu, da ist noch jemand vor mir und neben mir läuft ein Mitspieler, der schön frei ist. Und statt ihm den Ball abzugeben, will ich unbedingt den Gegenspieler umspielen und das Tor selber spielen. Nein, wenn ich gelernt habe, den anderen zu fördern, ja, dann gebe ich den Ball ab. Und auch wenn der tatsächlich daneben schießen sollte, das gehört einfach dazu, für andere da zu sein. Ich freue mich, dass in der neueren Berichterstattung, das war früher nicht so, jetzt auch mitgezählt wird, wer die Vorlagen gegeben hat. Nicht nur, wer die Tore schoss, sondern auch die Vorlagen. Das finde ich an sich recht nett. Das ist also recht sportlich. Denn das sind ja oft die entscheidenden Leute. Und in solchen Spielen, bei Sport und Freizeit, lernt man sehr schnell Charakterzüge des anderen kennen und auch sich selber zu prüfen. Wie weit bin ich eigentlich, dass ich nicht unbedingt immer die erste Geige spielen will? Dass ich mich freue, wenn der andere ein Erfolgserlebnis hat. Das kann man in vieler Hinsicht da einüben. Seht mal, die Erziehung zum Sozialverhalten. Und da ist natürlich auch das Beispiel des Vaters wieder gefragt. Was tut der Vater denn im Hinblick auf die Dorfgemeinschaft zum Beispiel? Dass er sich auch da einbringt. Wie bringt er sich in der Gemeinde ein? Predigt er nur, wenn er die Gabe des Predigers hat? Oder ist er auch dabei, wenn zum Beispiel mal am Hause etwas ausgebessert werden muss? Auch wenn er vielleicht nicht so begabt ist auf diesem Gebiet, kann er ja doch Handlangerdienste tun. Ich denke, jeder Einzelne kann für sich das weiter ausbauen, wie wir hier gefordert sind, ihr Lieben. Und ich glaube, dass diese vier Ziele sind die entscheidenden Ziele, die wir anpeilen sollten. Und ich sage noch einmal, sie beginnen mit der Erziehung zum Gehorsam. Und in der Weise, wie der Herr Jesus unser Vorbild ist, wie wir überwältigt sind von seinem Gehorsam. Er, dem alles gehört, der alles geschaffen hat durch das Wort seiner Macht. Der allmächtige Gott, Gott der Sohn, der Allmächtige, lernt den Gehorsam an dem, was er litt. Übrigens, da habe ich noch gar nichts zu gesagt. Das Gehorsam lernen ist sehr oft mit Leiden verbunden. Sich zu unterordnen ist ein schmerzvoller Prozess. Da müssen wir gegen das mächtige Ich in uns angehen. Ist nicht leicht. Und ich sage noch einmal, indem wir auf Jesus schauen, seine Gesinnung,
wird es uns erleichtert. Ihn zum Vorbild. Jeden Tag neu und in jeder Situation neu fragen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie kann ich von dir lernen? Was würdest du in dieser Situation an meiner Stelle tun? Ihr Lieben, dann lernen wir selber, eben auch in solchen schmerzvollen Situationen zu gehorchen, den Willen Gottes zu erkennen und ihn dann zu tun. Gott gibt uns dann auch die Kraft, wenn wir diesen Entschluss gefasst haben. Gehorsam um jeden Preis. Wahrhaftig sein. Nicht so tun, als ob, wenn wir über jemand nichts Gutes sagen können, dann sagen wir eben gar nichts. Ich bin aber überzeugt, dass wenn wir mal lang genug drüber nachdenken, wir bei jedem Menschen auch irgendetwas Gutes entdecken. Auf jeden Fall nicht den anderen in den Schmutz ziehen. Nicht die Krone vom Kopf reißen, sondern mithelfen, dass er selber wächst in der Gnade und Liebe unseres Herrn, wie die Apostel das ihren Briefempfängern wünschen. In dem Maße, wie wir selber Christus näher kommen, können wir andere mitnehmen, dass sie auch diese Gemeinschaft mit dem Herrn mehr und mehr genießen. Ja, und die Erziehung zur Bescheidenheit, indem wir selber lernen, einen bescheidenen Lebensstil. Ich sagte früher, einen missionarischen Lebensstil lernen. Können wir auch unsere Kinder mitnehmen, dass sie das auch lernen. Es wird ihnen helfen in späteren Zeiten, gerade weil die Zeiten der Üppigkeit, wie wir sie über lange Zeit hatten, sowieso zu Ende gehen. Aber selbst wenn das anders wäre, die Erziehung zur Bescheidenheit ist immer gut und immer hilfreich für die Zukunft. Und dann das Sozialverhalten. Die anderen nicht vergessen, dass wir mithelfen, dass es anderen besser geht. Dadurch, dass wir in Verbindung mit ihnen treten, dass wir ihnen Gutes tun. Und was ist das Beste, was wir ihnen tun können? Dass wir sie immer wieder auf Christus hinweisen. Durch unser gelebtes Vorbild und vielleicht auch durch das Wort, was wir weitersagen, ihnen deutlich machen: Bei ihm bist du wohl verwahrt, wie es an einer Stelle heißt in der Heiligen Schrift. Bei ihm bist du wohl verwahrt. Wenn Jesus die Mitte deines Lebens ist, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, weder für dich selber noch für deine Kinder. Und der Herr wird dir helfen, dass du und deine Frau diese Ziele erreichen und dass deine Kinder etwas werden zur Ehre Gottes des Vaters und zur Verherrlichung unseres Herrn Jesus Christus. Menschen, die der Heilige Geist einsetzen kann, wo und wann und wie er will und die mit uns eines Tages das Ziel erreichen, um auf ewig bei unserem Herrn zu sein. Das möge der Herr uns in Gnaden schenken. Amen.